Ein paar Worte zu der Vorgeschichte der Eisenbahn in Frankfurt-Oder. In Frankfurt meldete sich noch vor dem Bau der ersten Eisenbahn in Deutschland der anonyme Verfasser in zwei aufeinanderfolgenden Artikeln im Frankfurter Patriotischen Wochenblatt vom 2. und 9. November 1833 zu Worte. Er meinte, eine Eisenbahn zwischen Berlin und Frankfurt. Diese Idee hat den Unterzeichneten kräftig ergriffen. Man denke sich den ungeheuren Vorteil, den Frankfurt von solcher Verbindung ziehen müsste. In einem Tag von Berlin hierher und wieder zurück, in wenigen Stunden ungeheure Lasten mit geringen Kräften von der Resistenz zu uns und umgekehrt. Schließlich übernahm der geheime Oberbaurat Dr. Leopold Grelle, der schon bei der Eisenbahn Berlin-Potsdam entsprechende Erfahrung gesammelt hatte, die Aufgabe, einen Entwurf für die Strecke nach Frankfurt-Oder zu erstellen. Das Ergebnis lag am 24. Dezember 1836 vor. In den Überschlägen Entwurf zu einer Eisenbahn zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder begründet Grelle im ökonomischen Teil die Vorteile und den Nutzen einer solchen Verbindung. Der erste Spatenstich erfolgte am 1. Juni 1841. Zum Jahresende waren große Teile der Strecke von der Berliner Stadtmauer bis zu den nun bei Frankfurt fertiggestellt. Das Frankfurter Patriotische Wochenblatt vom 22. Januar 1842 meldete unter Bezug auf eine Bauberichterstattung der Direktion der Eisenbahngesellschaft: Nur bei Frankfurt an der Oder fehlt ein geringes Stück, weil man sich erst vor einigen Wochen über die Lage des dortigen Bahnhofs entschieden hat. Nach dem Fahrplan vom 15. Oktober 1882 verkehrten zwischen Charlottenburg und Frankfurt an der Oder ab 15. Mai 1882 war die Stadtbahn für den Fernverkehr in östlicher Richtung freigegeben. Fuhren 5 Personenzugpaare, ein Expresszug, ein Schnellzug und ein Kurierzugpaar. Das waren 2 Zugpaare mehr als im Fahrplan vom 1. Mai 1869 verzeichnet. 1908 sind 37 Reisezüge im Fahrplan enthalten. In der Oder-Zeitung vom 15. Juli 1891 werden die Leser belehrt. Der Bau des Tunnels, der elliptisch gewölbt sei, täusche den unkundlichen Beschauer gar zu leicht und bringt ihm die Meinung bei, es habe eine Senkung stattgefunden. Der Tunnel zum Pfingstberg ist auf beiden Seiten heute noch leicht zu erkennen.
entsprechend den Streckenzuwachs 1870 nach Reppen und 1876 nach Rose verändert wurden. Die gewölbte Unterführung der Güldendorfer Straße gehört zur Einfahrt aus Richtung Mühlrose. Auf den daneben liegenden 5 Stahlüberbauten verlaufen 2 Gleise nach Finkenwerth, 2 Gleise zur Oderbrücke und das Ausfahrtgleis nach Mühlrose. Im aktuellen Brückenbuch ist vermerkt, sämtliche stählerne Überbauten der Unterführung Güldendorfer Straße waren kurz vor Kriegsende gesprengt worden, total zerstört. Nach Kriegsende wurde zunächst Behelfsbrücken eingebaut. Der Wiederaufbau der Stahlüberbauten durch den VfB Stahlbau Nieske wurde am 19.01.1956 beendet. Der Bahnhof liegt südwestlich des Stadtzentrums von Frankfurt, oberhalb der im Tal der Oder liegenden Innenstadt. Südwestlich schließt sich der Ortsteil Bresinchen an. Die älteste Strecke, die den Bahnhof berührt, ist die Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn von Berlin über Frankfurt nach Guben, die einstmals weiter bis Breslau führte. Sie knickt im Bereich des Bahnhofs aus Richtung Westen kommend nach Süd-Südost ab. Aus Richtung Süden endet die Bahnhofstrecke aus Großenhain über Cottbus und Grunow im Bahnhof. Aus Richtung Norden die Strecke aus Eberswalde. Eine weitere heute nicht mehr existierende Strecke führte von Frankfurt Richtung Nordosten nach Küstrin. Die Bahnstrecke Frankfurt-Oder-Posen führt im Wesentlichen in Richtung Osten, macht in Frankfurt einen großen Bogen in südlicher Richtung, um das deutlich tiefer liegende Odertal zu überqueren. In Fahrplänen und den Bahnhofskategorielisten von Deutschen Bahnstationen und Service wird der Bahnhof nur als Frankfurt-Oder bezeichnet. In den Stationsverzeichnissen von dem Deutschen Bahnnetz heißt er Frankfurt-Oder Personenbahnhof. Damit wird er vom Rangierbahnhof Frankfurt-Oder, früher Verschiebebahnhof, unterschieden. An dessen ausgedehnten und heute weitgehend ungenutzten Anlagen nördlich des Personenbahnhofs an der Strecke in Richtung Eberswalde fand früher auch der örtliche Güterverkehr statt. Weitere Stationen in der Stadt sind der nur betrieblich genutzte Grenzbahnhof Oderbrücke, der an der Bahnstrecke nach Berlin liegende Bahnhof Rosengarten sowie der an der Strecke in Richtung Grunow
liegende Haltepunkt Neubresinchen und dem bedingten Halt Helenesee, ebenfalls an dieser Strecke. Nicht mehr in Betrieb sind der Bahnhof Bozen und der Haltepunkt Lingetal an der Strecke nach Eberswalde sowie der Haltepunkt Gültendorf an der Strecke nach Guben sowie der Güterbahnhof Rosengarten. Am 1. September 1846 ging die Strecke nach Breslau durchgehend in Betrieb. Der neue Frankfurter Bahnhof war ein Durchgangsbahnhof etwa in der heutigen Lage. Auf dem Gelände des alten Bahnhofs errichtete die Niederschlesisch-Märkische Eisenbahngesellschaft unter Leitung von August Höhler ihre Zentralwerkstatt als Ersatz für bisher in Berlin und Breslau bestehende Einrichtungen. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Bahnhof an mehreren weiteren Strecken angebunden. Der preußische Staat betrieb den Bau der Königlichen Ostbahn nach Königsberg. Ihr Teilstück von Frankfurt nach Küstrin, nach Kreuz wurde am 12. Oktober 1857 eröffnet. Mit der 1866 eröffneten direkten Verbindung von Berlin über Strausberg nach Küstrin umging der Verkehr von der Ostbahn Frankfurt wieder. Frankfurt als damals wichtigste Messestadt in Nordostdeutschland war sehr an eine Bahnverbindung zwischen den drei Messestädten Leipzig, Frankfurt und Posen interessiert. Jedoch konnten sie sich mit ihren Plänen nicht durchsetzen. Die Strecke zwischen Leipzig und Posen wurde über Guben gebaut. Frankfurt erhielt nur einen Abzweig in Richtung Posen. Beim Bau dieser Strecke
macht sich erneut die topografische Schwierigkeiten durch den großen Höhenunterschied zwischen Odertal und den Hügelzügen im Westen von Frankfurt bemerkbar. Zeitweise war in Diskussion die Strecke aus Posen auf den östlichen Oderufer ohne Gleisverbindung zu den anderen Strecken enden zu lassen. Schließlich wurde eine Variante gefunden, bei der die Strecke über eine Brücke über die Oder weit südlich der Stadt geführt wurde. Ab 26. Juni 1870 wurde der Verkehr auf der Strecke aufgenommen. Im Zuge des Baus der Strecke musste der Bahnhof umgebaut und erheblich erweitert werden. Die Strecke aus Posen erhielt einen eigenen Bahnhofsteil, die Märkisch-Posener Hof, östlich des Empfangsgebäudes. Die Ostbahn besaß eigene Rangieranlagen nördlich des Bahnhofs, der unter Eisenbahnen auch als Ostbahnhof bezeichnet wurde. Beide Bezeichnungen hielten sich bis zur Gegenwart an. Am 31. Dezember 1876 folgte die Strecke aus Cottbus über Gronow und am 15. Juni 1877 die Strecke aus Eberswalde, betrieben von der Berlin-Stettiner Eisenbahngesellschaft. Bis 1882 wurden alle Frankfurt berührende Eisenbahnstrecken verstaatlicht. 1897 wurde der Bahnhof an das Frankfurter Straßenbahnnetz angeschlossen. 1900 wurde die Bahnhofstraße, die bisher in Eisenbahnbesitz war, von der Stadt Frankfurt übernommen. Noch vor dem Ersten Weltkrieg begannen Bauarbeiten für einen großen Verschiebebahnhof nördlich des Bahnhofs an der Strecke nach Eberswalde, der 1917 in Betrieb kam. In diesem Bereich hat die Berliner Stettiner Bahn für die Strecke aus Eberswalde bereits vorher ihren Güterbahnhof gehabt. Der neue Bahnhof wurde über Verbindungsstrecke nach Rosengarten in Richtung Berlin und zwischen Bosen und Lebus in Richtung Köstrin angebunden. Ein Ortsgüterbahnhof entstand in diesem Bereich.
Nach dem Ersten Weltkrieg kam die Stadt Posen und der größte Teil der angrenzenden Provinz zu Polen. Die früher dort ansässigen Eisenbahndirektionen wurden zunächst nach Berlin-Charlottenburg und 1923 nach Frankfurt verlegt und dann als Reichsbahndirektion Osten bezeichnet. Eine Vielzahl von Eisenbahnern siedelte sich darauf in Frankfurt an. Trotz der neuen Güterbahnhofs blieben die Kapazitäten im Bahnhof beengt. Anfang der 1920er Jahre entschied man sich zu einem Komplettumbau. Ein neues Empfangsgebäude entstand östlich des alten, das abgerissen wurde. Die freigewordene Fläche wurde für weitere Gleisanlagen genutzt. Der Märkisch-Posener Hof östlich des Bahnhofsgebäudes konnte verkleinert werden. Der Bahnhofsvorplatz wurde beim Umbau um 4 Meter abgesenkt, sodass das Bahnhofsgebäude mit dem Bahnsteigtunnel und dem Straßentunnel nach Brsienchen nördlich des Bahnhofsgebäudes ohne große Höhenunterschiede angebunden werden konnte. 1930 wurde die Hauptwerkstatt am Bahnhof geschlossen, das Gelände von anderen Bahneinrichtungen genutzt. Zum Kriegsende waren die Stadt, das Umland und die Eisenbahnstrecken heftigen Zerstörungen ausgesetzt. 11 Wochen war die Stadt Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen der deutschen Wehrmacht und der Roten Armee. Am 23. April 1945 besetzten sowjetische Truppen die Stadt. Bereits 2 Tage später wurde mit dem Bau einer Behelfsbrücke als Ersatz für die beim Rückzug der Wehrmachtstruppen gesprengte Oderbrücke begonnen. Nachdem bereits bis zur Oder ein Gleis auf russische Breitspur umgeschmort worden war, wurde bald ein Breitspurgleis bis Frankfurt im Mai 45 auch bis Berlin verlegt. Auch einige Bahnhofsgleise wurden umgespurt. Erst schrittweise konnte der Verkehr wieder aufgenommen werden. Als Folge der im Potsdamer Abkommen festgelegten Oder-Neiße-Grenze wurde die Stadt zum Grenzort. In den folgenden Jahren entwickelte sich der Bahnhof zum wichtigsten Grenzbahnhof der DDR
in Richtung Osten. Der Abschnitt zwischen Frankfurt und dem Abzweig Büstel-Kunersdorf bei Le Bouss an der Strecke nach Köstrin wurde als Reparationsleistung an die Sowjetunion abgebaut und nicht wieder aufgebaut. Der Verkehr auf dieser Strecke wurde danach ausschließlich über die Verbindungsstrecke von Bozen ausgeführt. Durch die neue Grenzziehung nahm jedoch die Bedeutung dieser Strecke deutlich ab. Die Strecke wurde nur noch als Nebenbahn eingestuft. Zur Abfertigung des starken Güterverkehrs in Richtung Polen entstand auf dem Westufer vor der Brücke der Bahnhof Oderbrücke, heute Frankfurt-Oderbrücke. Auch wenn der Güterverkehr im Wesentlichen über den Rangierbahnhof abgebildet wurde, war auch der Personenbahnhof durch diesen Verkehr belastet. Der gesamte Verkehr von Berlin und vom Rangierbahnhof nach Polen und in Richtung Süden im Personenbahnhof passieren musste. Über mehrere Jahrzehnte gab es Planungen zum Bau einer südlichen Verbindungskurve, wodurch der Bahnhof entlastet werden sollte. Die Kurve sollte den Bahnhof Oderbrücke direkt mit der Strecke nach Eisenstadt verbinden, sodass die Kohle- und Erztransporte nicht mehr im Bahnhof Frankfurt-Oder bzw. bei zweimaliger Fahrt durch den Personenbahnhof im Rangierbahnhof die Fahrtrichtung wechseln musste. Gegen den Bau regte sich Bürgerproteste. Nach 1984 zur Entlastung des Landweges aufgrund der politischen Situation in Polen die Fährverbindung Mukran-Klaipeda in die Sowjetunion eröffnet wurde, wurde endgültig auf den Bau der Kurve verzichtet. 1988 wurde auf polnischer Seite die Strecke über die Grenze bis zum Bahnhof Oderbrücke elektrifiziert. Am 22. November 1990 ging ein neues Zentralstellwerk an der Finkenherder Straße südlich der Bahnsteige in Betrieb. Es ersetzte 5 dezentrale Stellwerke. Am 15. Dezember 1990 wurde der elektrische Betrieb in Richtung Berlin, Cottbus über Gum und zur Oderbrücke aufgenommen. 1996 endete der Verkehr von Frankfurt nach Güstrin. Die Strecke wurde wenig später stillgelegt. Ebenfalls stillgelegt wurde der Streckenabschnitt von Grunow nach Cottbus. Das Reststück dieser Strecke von Frankfurt bis Grunow wird noch von den Zügen in Richtung Beeskow und Königs Wusterhausen befahren. Von 1998 bis 2003
wo der Bahnhofsvorplatz und die Personenverkehrsanlagen im Bahnhof umgestaltet. Das Bahnhofsgebäude wurde saniert. Ein Bahnsteig wurde dabei entfernt. Mit dem Beitritt Polens zur Europäischen Union und später zum Schengener Abkommen verlor der Bahnhof die meisten seiner Aufgaben als Grenzbahnhof in Richtung Polen. Für einige Züge ist er noch Lokwechselhalt, wobei die Züge des Berlin-Warschawa-Express mittlerweile mit mehr Systemlokomotiven fahren, die sowohl für das deutsche als auch das polnische Stromsystem geeignet. Der Bereich in der Güldendorfer Straße ist kaum wiederzuerkennen, denn es ist dort viel heller geworden. Der schmale, rote Gewölbetunnel, von dessen Mauern schon seit Jahrzehnten immer wieder Ziegelteile herunterfielen, ist verschwunden. Auch die alten Eisenbahnbrücken, auf denen Züge zuletzt nur noch im Schneckentempo fahren durften, existieren nicht mehr. Alles wurde durch neue Stahlbetonbrücken ersetzt. Auf diese führen 5 Bahngleise, die längst durch Personen- und Güterzüge befahren werden, entlang. Dazu kommt das zusätzliche Ausziehgleis. Die Arbeit der Eisenbahner wird damit effektiver. So wird der Zugverkehr dank der neuen Brücken und Gleise generell schneller. Es gibt jetzt keine Langsamfahrstrecken mehr, nennt Uwe Bertin einen wichtigen Punkt. Außerdem konnten wir die maximale Radlast für die Gleise auf 25 Tonnen erhöhen. Damit können wir auch mehr Güter transportieren. Für Reisende, die zwischen Frankfurt und Eisenstadt unterwegs sind, verkürzt sich die Fahrzeit. Südlich Frankfurts rollte der Zugverkehr zwar noch eingleisig, weil zwischen Güldendorf und Frankfurt zurzeit noch neue Oberleitungen montiert werden. Ab dem 13. Oktober fahren die Züge dort wieder zweigleisig, findet der Bauüberwacher an. Geplant 46 Millionen Euro, inklusive alle Nebenleistungen, investiert die Deutsche Bahn im Rahmen Gesamtmaßnahmen. Dieser umfasst neben den Brücken in der Güldendorfer Straße auch das Kreuzungsbauwerk, Treppen im Mühlental und den Bahnhofstunnel an der Dresdner Straße.